Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der Tour de Normandie, die zweite Etappe von Colombelles nach Forques-le-Eau, würde ich mal sagen, über 190 Kilometer. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch irgendwas ausspreche, ne, ihr wisst ja Bescheid. Drei Anstiege der vierten Kategorie warten, zwei Sprintwertungen und ein relativ flaches Finale im Endeffekt in, ja, wie auch immer die Ortschaft nochmal hieß, ne? Altani ist einer der ersten, die heute versuchen auszureißen. Und er wird begleitet von vielen, vielen, vielen Wagemutigen, die es ihm gleich tun wollen. Ich würde mal sagen, Hadi, why not, oder? Why the fuck not? Also, Sufyan Hadi hatte ich eigentlich nicht geplant, aber versucht es jetzt auch mal auszureißen. Weil, warum nicht? So, Altani, was macht der? Ups, das ist nicht so gut, was er da macht. So, wir werden mal ganz kurz einfach nur Position beibehalten, damit es Hadi natürlich auch noch reinschafft, aber den wollen die gleich haben. Ne, den verteidigen die. Also Hadi soll nicht mit in die Außer... Ah, ne, sie verteidigen auch den Rest, sehe ich gerade. Also sie fahren da an ihm vorbei. Versuchen hier allgemein niemanden wegkommen zu lassen. Aber die Ausreißergruppe wehrt sich auf jeden Fall. 10 Kilometer noch bis zur ersten Bergwertung. Und ja, ihr solltet mich gut genug kennen, um zu wissen, dass genau das mein Ziel ist. Hier die Bergwertung zu holen. Ist ja wohl klar. Altani hat eine gute Tagesform, muss man sagen. Fitness ist durchschnittlich, aber immerhin. Und da mal schauen. Das Feld jagt uns immer noch hinterher in Form von Julien Loubet. Wir gucken mal, dass wir hier die Bergwertung trotzdem noch holen. Also schnelle Anfangsphase in diesem Rennen. Das muss man ja sagen. So, jetzt hat sich die Situation scheinbar beruhigt. Wobei, eigentlich nicht. Eigentlich macht das Feld noch immer richtig Tempo, richtig Dampf. Um die Ausreise hier einzuholen. Und jetzt gibt es hier schon die ersten Attacken, oder wie? Oder ist nur das Tempo sehr, sehr hoch? Das Tempo ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Altani versucht jetzt hier irgendwie Fuß zu fassen. Oh, ist aber schwer. Also das haben sich heute viele vorgenommen, diese Bergwertung zu holen. Und mit Altani wird das nichts. Kann man schon jetzt sagen. Das wird nichts mit Altani. Der hat hier nicht die Beine, um das zu holen. Van der Heijden holt sich die Bergwertung vor. Levasseur und David McCarthy. Altani heute definitiv nicht in der Form, um hier um Bergpunkte mitzusprinten. So, unsere Mannschaft wieder schön weit vorne platziert. Oh, das Feld schon ganz schön in die Länge gerissen. Also, noch nicht gerissen, aber ganz schön in die Länge gezogen zumindest. Gut. Altani. Immer noch vorne mit dabei in der ersten Gruppe. Soll sich jetzt mal erholen. Damit er beim nächsten Bergwertungssprint hier vielleicht ein bisschen eine bessere Figur macht. Vielleicht ein bisschen erholter rangehen kann. Aber ich glaube fast, es wird nichts. Das Renntempo ist einfach viel zu hart für ihn. Man merkt das. Dass er hier einfach nicht wirklich eine Chance hat. Gut, hat auch kaum einen 60er Wert, das darf man nicht vergessen. Aber ist ja egal. Die Gruppe immer noch schnell unterwegs, weil das Hauptfeld auch noch schnell unterwegs ist. Und ich muss echt sagen, außer unsere paar Fahrer, die wirklich was drauf haben, die wirklich was auf dem Kasten haben, so wie Mancebo, wie Palini, wie Pinto natürlich, keine Frage, diese ganzen Leute, die sind schon sehr, sehr stark. Das darf man wirklich nicht anders so sagen. Aber abgesehen von denen haben wir wirklich kaum einen im Team, die hier wirklich irgendwie, ja, ne, und so. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Das ist hier sehr, sehr dürftig. Klar ist jetzt Altani auch keiner der Besten. Ja, und jetzt ist hier schon Schicht im Schacht.
Van der Heiden vor Türgis. Und dann also Altani, der jetzt versucht, hier irgendwie die Punkte noch zu holen. Oh, komm, wir fahren mal Kampflinie. Wir haben die Punkte geholt, oder? Ah, nee, die kommen jetzt erst. Ach, du Kacke. Ja, das war nix. Das war abermals nix. Boah. Also Altani richtig am Arsch hier jetzt schon. Der wird heute nichts mit dem Tagessieg zu tun haben. Davon können wir mal ganz, ganz, ganz sicher sein. Davon können wir auf jeden Fall auch mal ausgehen. Denn Altani ist jetzt schon sowas von platt. Ja, anders als so ein paar andere. Skrit macht hier noch einen guten Eindruck. Genauso wie auch Samli. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum in dem Hauptfeld so viel Gas gegeben wird. Denn Samli hat nur 10 Sekunden Rückstand, ist absolut ist momentan 10. in der Gesamtwertung und damit natürlich ein heißer Fahrer, der hier das gelbe Trikot eventuell übernehmen könnte. Das trägt ja momentan Gustav Erik Larsson aus der Colo Quick Kultmannschaft. Die macht hier allerdings relativ wenig Tempo, muss man ja gerade mal feststellen. Oder sind das deine Teamkollegen? Nö. Also so sehen die Trikots aus. Da macht jetzt nicht wirklich jemand Tempo. Muss man mal ganz ehrlich so sagen. So, Altani hat Probleme hier dran zu bleiben. Und dranbleiben muss schon sein, so ist nicht. Aber hier haben viele in der Gruppe richtige Probleme gerade. Auch Van der Heiden. Das Tempo aber auch nach wie vor sehr hoch. Weil hinten im Feld auch nach wie vor ziemlich viel Gas gegeben wird. Das ist die Mannschaft von Phantom, die hier das Tempo übernimmt. Dann haben wir auch immer wieder Fortuneo mit in der Nachführarbeit mit Julian Lubé. Auch Renault hier von der Mannschaft Aubert um Brice Feuillu. Reiht sich doch oft mit ein. Es ist nur keine, ja, ich sag mal, keine sehr sinnvolle Nachführarbeit, weil immer einer nach vorne schießt, das Tempo erhöht, aber niemand so wirklich konsequent mal das Tempo hochhält. Und somit können die Ausreißer weiter überleben mit einer Minute Vorsprung. Ein sehr, sehr komisches Rennen bislang hier. Aber jetzt so langsam kann das Feld dann doch die Ausreißer einholen oder zumindest auf sie aufholen. Ja, jetzt sieht das doch ganz gut aus, was die hier machen. Bagot, Perez und Co. Werden die Ausreißer vielleicht dann doch noch einholen? Was ist hier hinten los? Hinten im Feld gibt es einige, die zurückfallen. Und das sieht mir so aus, als hätte hier Phantom Probleme. Oder etwa nicht? Ne, Young. Hä? Warum Young? Das ist gar nicht die Mannschaft. Das ist Rally Cycling. Und deren Kapitän Young hat gerade ein massives Problem. Ganz ordentlicher Sprinter, der sich hier bei diesem Rennen wohl was ausrechnet. Und seine Mannschaft versucht jetzt, ihn nach vorne zu fahren. Auch Kwasina von der Mannschaft Baku Energy ist da wohl gestürzt. Auch ein Kapitän. Nee, Synergy. Synergy Baku Cycling Project, so heißen sie. Auch gestürzt. Auf ihn wartet allerdings keiner aus seiner Mannschaft. Also hat er scheinbar nicht so ein Standing im Team. Hm, auch interessant. So, Altani immer noch vorne mit dabei. Drei Fahrer sind bereits schon zurückgefallen, unter anderem Van der Heiden. Auch Samli fällt zurück, der Türke. Und damit nur 7 an der Spitze aktuell. Halbe Minute Vorsprung auf die anderen drei und dann nochmal eine Minute, ein bisschen mehr auf das Hauptfeld. Altani greift hier früh an, will hier die Punkte jetzt aber echt mal holen. Gibt's nicht, aber er kommt nicht weg, er kommt hier einfach nicht weg. Türgis jetzt an seinem Hinterrad, Esquid hat's auch versucht und ich habe ein bisschen überpowert, merke ich gerade mal. Aber Türgis ist ebenfalls kaputt.
Die sind ja alle gerade auf der letzten Rille unterwegs. Und Altani, der wirkt hier noch am frischesten von ihnen allen. Ist natürlich keine Frage. Es ist total assi, die ganze Zeit sich am Hinterrad auszuruhen und dann anzugreifen. Aber was willst du denn mit jemandem wie Altani anderes machen? Und er holt sich die Bergwertung. Er holt sie sich tatsächlich, holt sich die Punkte und ist damit Zweiter mit 5 Punkten hinter Mike van der Heijden, der hier ganze 10 Punkte eingestrichen hat. Für welches Team fährt der? Der fährt wahrscheinlich für das Team hier, ne? Nee. Für wen fährt denn der van der Heijden? Das würde mich jetzt mal gerade brennend interessieren. Für das Team hier. Rabobank Development Team. Ah, aus der Nachwuchsmannschaft, also Rabobank heißt das hier noch. Wahrscheinlich die Nachwuchsmannschaft von NL Jumbo, könnte ich mir vorstellen. Denn das ist ja jetzt das heutige Rabobank-Team. Oder das frühere Rabobank-Team. So, Altani. 1,50 hat er vor... Ah, ne, hat er nicht. Ist jetzt ein Teil der Gruppe, wollte ich sagen. Reiht sich jetzt auch mal in die Führungsarbeit ein. Ein paar Punkte hat er immerhin bekommen. Und jetzt sind also diese 7 Mann alleine unterwegs. Da hinten van der Heijden, Samli und Co. Das Feld sieht das Ganze jetzt auf einmal wieder entspannter. Führt jetzt nicht mehr so energisch hinterher. Jetzt ist es auch mal einer aus der Mannschaft. Quick Colo, Colo Quick, wie heißen sie? Colo Quick Kult. Die hier das Tempo machen. Alminze für den Herren Gustav Erik Larsson. In der Gesamtwertung wäre momentan Jordan Lavasseur auf der 1. Altani würde im Moment auf Rang 4 vorrücken, wenn denn jetzt schon die Ziellinie wäre. Aber die dauert ja noch ein bisschen, bis die kommt. Nämlich noch um die 100 Kilometer. Die anderen drei haben es auch wieder reingeschafft, van der Heijden und Co. Das ist natürlich gut für sie, keine Frage. Und jetzt also 4:13 Vorsprung für diese 10 Fahrer an der Spitze. Die erste Rennhälfte war sehr, sehr, sehr actionreich. Sehr, sehr anstrengend für einige Fahrer. Und hat ordentlich Wumms gehabt, sag ich mal. Mal schauen, wie jetzt die zweite Rennhälfte wird. Eigentlich ist ja die zweite, die in der es zur Sache geht. Aber diesmal ist das Rennen von Beginn an schnell gewesen. Und hat hier ordentlich für, ja, Verschleißerscheinung gesorgt, wenn man so möchte. Smorker holt jetzt mal die Flaschen im Hauptfeld für unsere Jungs. Hat er gut gemacht. Alle Flaschen sind wieder aufgefüllt. Und ja, wir gucken mal, wie es läuft. 3,5 Minuten noch. 70 Kilometer Marke ist soeben passiert. Damit dauert es noch ein bisschen, bis die Sprintwertung kommt. Jetzt gucken wir nochmal kurz aufs Profil. Also ihr seht, es ist ganz leicht wellig. Immer wieder geht es mal ein bisschen hoch und runter. Es ist kein flaches Rennen, kein komplett flaches zumindest. Dankeschön. So, Pallini. Heute mit der schlechten Tagesform. Auch was die Fitness angeht, geht das sicherlich besser. Santa Romita sieht da schon um einiges frischer aus. Auch wenn die Tagesform heute nicht so ganz mitspielt bei ihm. Also wir gucken einfach mal, wie es läuft. Ob wir da ein gutes Resultat einfahren können. Oder eben nicht, das wird sich dann zeigen. Mansour Altani wäre jetzt aktuell 8. in der Gesamtwertung nach dem Zusammenschluss. Zwei Minuten 14 noch der Vorsprung. Und es sind noch, ja, die 40 Kilometer Marke ist bereits schon geknackt. Also langsam aber sicher kommen wir ins Finale dieser Etappe. Jetzt gibt es die Sprintwertung. Interessiert uns nicht wirklich. Und weiter geht's. Phantom ist zurückgefallen. Warum das? Gab scheinbar einen Sturz. Wieder einer von Baku mit dabei. Und Phantom fährt noch nicht weiter. Oh je. Das dauert viel zu lang. Ja. Phantom gibt auf. Phantom gibt auf. Der Franzose, der Hoffnungsträger seiner Mannschaft. Roubaix-Lille Metropole. Jetzt wird es ja mal interessant zu sehen, wie sie ihre Taktik verändern. Und ob sie ihre Taktik überhaupt verändern können. Denn ohne Phantom haben sie ein richtiges Problem. Türgis ist noch
in der Ausreißergruppe. Vielleicht kann er den Tagessieg holen, aber es sieht eher nicht so aus, denn hier hinten hat sich jetzt dann doch, besser spät als nie, ne, eine Nachführarbeit organisiert mit vielen, vielen Männern, die hier versuchen, die Ausreißer einzuholen. Al-Thani, ja, wir wollen es natürlich noch nicht wahrhaben, ist ja wohl klar. Wobei jetzt auch der Rest der Gruppe hier ein bisschen rumzickt und ganz schön Gas gibt. Aber Al-Thani probiert es nochmal. Al-Thani probiert es hier nochmal, reißt nochmal aus und versucht hier das Ding im Solo zu holen. Ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Eskrit hat hier was dagegen. Eskrit aus der, was weiß ich, wie die heißt, Mannschaft. Ja, und jetzt versucht das Feld uns einzuholen. Und Al-Thani wird jetzt wahrscheinlich dann doch eingeholt werden. Ja, Gerard holt ihn ein aus der Fortuneo Vital Konzeptmannschaft. So sieht's aus. Und damit ist das Finale geebnet für wahrscheinlich einen Sprintfinish, würde ich mal sagen. Oder gibt's nochmal einen Angriff? Das ist halt so die Frage. Palini kann sich ja mal an Hadi hängen. Hadi hängt sich an Smorka. Und Smorka kann ja mal ganz normal weiterfahren erstmal. Hallo Jungs, danke. Wieso geht meine P-Taste nicht mehr? Wieso geht meine Tastatur nicht mehr? Sowohl am Laptop als auch in-game nicht. Das ist schlecht. Das sieht so aus, als wäre es ein Post-Cycling-Manager-Fehler, ehrlich gesagt. Toll. Naja. Okay, wir machen trotzdem mal weiter. Ganz unbeirrt. Das Feld macht jetzt hier richtig Tempo. Allen voran Arnaud Gérard aus der Mannschaft Vital Konzept. Ich kann meine Tastatur nicht benutzen. Das macht mich sehr, sehr verunsichert mich sehr. Und gleich geht es eben diese zwei Steigungen hinauf. Und dann muss Santa Romita in Position sein. So, Smorka kann auch schon mal nach vorne. Sich hier vorne irgendwo einordnen. Ich kann jetzt auch nicht lenken, ne? Mann, ist das jetzt scheiße. So, Santa Romita greift an. Er versucht es also. Aber es wird nicht so einfach werden. Ganz, ganz sicher nicht. Das wird heute gar nicht so einfach werden. Ah, er kommt aber immerhin weg. Er kommt weg. So ist er schon mal nicht. Jetzt gibt er richtig Gas hier. Was ist denn jetzt los? Ach, hier ist die Steigung oder was? Würde ich mal stark hoffen, weil sonst war es gerade sehr, sehr komisch. So, Smorka. Ach so, die Kurve. Ah. Es wird gebremst, ich verstehe. Weil Realismus. Ja, aber ich glaube, es wird nichts. Oh, 4,2 Kilometer. Alter, starten die schon hier zu sprinten oder was ist hier los? Was ist denn das jetzt? Was sind es Angriffe? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Santa Romita, oh, dem geht es nicht so gut. Wir müssen mal ein bisschen runtergehen. Ah, es wird sehr, sehr schwierig. Ist auch nicht mehr weit bis ins Ziel. So ist es nicht, aber sieht nicht so aus, als hätten wir jetzt hier die großen Chancen, sag ich mal. Hadi und Palini ziehen jetzt vorbei. Santa Romita, der hat ja noch sein Gel. Ach du Kacke. So, Hadi zieht vorbei. Palini kann schon mal sein Gel nehmen. Hadi zieht vorbei. Jetzt kommt gleich Palini raus. Oh Mann, ey. Sprint hat schon so gut wie begonnen. Palini geht jetzt raus. Vorne immer noch Santa Romita. Kann das schaffen? Kann Ivan Sadi? Ja, er kann. Er kann und er holt sich hier den nächsten Sieg. Unfassbar, wie stark der drauf ist. Dieser Ivan Santa Romita Palini sprintet noch auf Rang 4. Also Dritter aus dem Hauptfeld. Auch das ist sehr, sehr respektabel, wenn man hier die Konkurrenz anguckt. Das ist schon okay so. Aber Ivan Santa Romita schießt hier den Vogel mal wieder ab und siegt sein
Ich glaube, er gewinnt sein viertes Rennen, wenn ich mich nicht täusche, im Solo. Und wieder war es kein wirklich hügeliges, kein wirklich bergiges Rennen. Also wieder war es nicht das, was Santa Romita ja eigentlich so liegt, die Anstiege. Sondern wieder war es ein verregnetes, ein französisches Rennen, das hier ziemlich, ja, flach war eigentlich. Muss man wirklich einfach mal so sagen. Also damit, nächster Etappensieg für Skydive Dubai. Ivan Santa Romita holt die zweite Etappe bei der Tour de Normandie vor Daniel McLay und Romain Filloux. Dann Palini, Vachon, Winter, Haugard, dann Hadi wird noch Neunter und den letzten habe ich jetzt leider nicht mehr gesehen. In der Gesamtwertung rückt er damit vor auf Rang 4. Nur noch 5 Sekunden hinter Gustav, Erik Larsson, Lemoine, Bol und dann eben Santa Romita. Also, er bringt sich so langsam in Position, der Italiener. Und wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr wichtiger Saisonsieg. In der Bergwertung führt jetzt Mike van der Heijden aus dem Rabobank-Nachwuchsteam vor Mansour Altani. Und dann kommen Levasseur, Zonnefeld und Türgis. Also auch da ist das letzte Wort eventuell noch nicht gesprochen. Vielleicht können wir mit Altani die Bergwertung holen. In der Punktewertung führt damit Gustav Erik Larsson vor Santa Romita und Lemoine. Palini auf Rang 8. In der Nachwuchswertung führt Bol vor Atkins und Jimenez. Smorka rückt vor auf Rang 9. Und in der Teamwertung führt weiterhin Kufidis vor Fortuneo und Colquick-Gult. Also wieder ein richtig, richtig starker Sieg von Ivan Santa Romita. Eng ist es geworden am Schluss, keine Frage. Zeit hat er leider nicht mehr gut machen können. Aber es macht auch nicht. Wobei, er hat Zeit Sekunden immerhin geschenkt bekommen. Hadi wird sogar noch Neunter als Sprintanfahrer. Auch das war sehr, sehr respektabel. Und damit haben wir ja die Aufgabe von Maxime Fantom, was auch immer der hatte, Rippenbruch. Der hat einen Rippenbruch, dem ist die Rippe gebrochen bei dem Sturz. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und damit ist er natürlich raus aus dem Rennen. Ein Konkurrent weniger, kann man natürlich auch so sehen, aber natürlich gute Besserung an Maxime Fantom, ist ja ganz klar. Nur die besten Genesungswünsche an ihn. Santa Romita holt sich hingegen die nächste Etappe. Vierter ist er jetzt in der Gesamtwertung mit nur noch 5 Sekunden Rückstand auf den Schweden Gustav Larsson. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob da nicht noch mehr geht. Platz 4 wäre okay, aber vielleicht holen wir auch noch die Rundfahrt. Santa Romita ist auf jeden Fall bereit und startklar. Das merkt man ihm an. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Zur dritten Etappe der Tour de Normandie. Und ja, bis dorthin, euer Fritte.